Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Niklas und diesmal ein Was zum Kuckuck ist und zwar zu Botanicula. Von dem Spiel werden wir uns ein bisschen was anschauen und anhören, nur ich will das Intro-Video mal reinbringen und dann werden wir ordentlich über das Spiel spielen. Wie ihr seht, wir haben leider schwarze Balken links und rechts und oben und unten. Weil die Auflösung ist total komisch bei dem Spiel und ich kann auch nicht mit Fraps aufnehmen, sondern mit meinem Streaming-Programm mit XSplit muss ich aufnehmen, was auch nicht wirklich optimal ist. Ah gut, schaut euch mal das Intro an. Gut, da sind wir dann wieder. Botanicula ist ein Point-and-Click-Adventure-Game, ja schon wieder eins, wieso nicht, von dem Indie-Entwickler Amanita Design. Das ist eine tschechische Softwarefirma, die das Spiel am 19. April 2012 rausgebracht hat. Und bevor sie das Spiel rausgebracht haben, haben sie doch ein anderes Spiel released, und zwar im Jahr 2009 mit einem Machinarium oder Machinarium, je nachdem wie man es aussprechen will. Und das hat einige Preise abgeräumt. Ihr könnt selber dann recherchieren, wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt. Jedenfalls, wenn wir uns jetzt einfach das Spiel anschauen, bevor wir das aber machen, normalerweise Einstellungen. Ich habe mir immer gedacht, vor allem bei solchen Spielen, okay, wo sind die Einstellungen, wo sind sie? Und dann kommt irgendwas ganz am Anfang vom Spiel und dann denke ich mir immer, na toll, irgendwie ganz am Anfang nur und dann im Spiel kann man die Einstellungen nicht ändern. Da ist es aber nicht der Fall. Wir können die Lautstärke hier ändern. Ich lasse sie einfach mal so, damit ich dann während dem Editing nicht Probleme habe und nicht weiß, wie laut was war. Ich hoffe nicht, dass es zu laut ist. Können wir speichern, wir können auch uns das anschauen, wir können laden und vor allem hier Einstellungen haben wir Fenstergröße, Vollbild, trotzdem Fenstergröße, ist komisch, Qualität hoch und dann Sprachen. Wir können die Sprache auch ändern. Englisch, sogar andere Sprachen wie Russisch, Polnisch, Französisch, Italienisch, da habt ihr viele zum Auswählen. Wir nehmen aber hier Deutsch, weil beim letzten Point-and-Click-Adventure konnte ich nicht Deutsch nehmen. Also will ich mich damit quasi entschuldigen. Hier sehen wir, es leuchten einige Sachen auf, wenn wir drüber fahren. Sehr schön. Und wir gehen einfach mal ganz, ganz nach oben hin und schauen, was da abgeht. Das Intro war auch doch sehr, sehr hübsch. Das Spiel hat einen eigenen Grafikstil und sieht recht cool aus. Die Musik hat auch was, genauso wie das Sounddesign. Ein sehr nettes Spiel, sehr niedlich. Und den Preis sollte ich jetzt ungefähr eingeblendet haben, wenn nicht schon auch vorher. Und ihr könnt euch dann selber ja überlegen, ob das Spiel den Preis wert ist oder nicht. Gut, wir klicken mal drauf und schauen, was passiert. Ah, da ist was aufgegangen. Die Sterne können wir nicht einklicken, aber diese Sachen und Blätter sind runtergefallen, wie es aussieht. Diese kleinen Dinger hier, diese Härchen oder Äste oder was auch immer, die bewegen sich auch, wenn wir drüber laufen. Sehr cool gemacht, sehr cool gemacht. Können wir sonst noch irgendwas machen? Man muss halt wirklich hier ein bisschen erforschen und erkunden, ob man irgendwas machen kann. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Und ich bin einfach zu blöd. Immer wieder eine Möglichkeit, ja, dass ich zu blöd bin. Hier seitlich ist nichts. Haben wir sonst... Wir haben eigentlich nur die Maus. Habe ich irgendwie einen Fehler gemacht? Mal schauen, was ist eigentlich... Über, da habt ihr halt noch die Informationen, die Seite von denen, was ich dann eigentlich eh noch hinzufügen werde. Sehr nett gemacht. Ich glaube, das Ganze ist in Flash gemacht worden. Bin mir nicht sicher. Müssen die Härchen da oben sein oder unten oder überhaupt oder überall?
Ich glaube, ich sollte keine Point-and-Click-Adventures mehr machen, weil ich einfach viel zu doof bin dafür. Oder habe ich irgendwie so, habe ich irgendwas verpasst? Ich kann hier speichern. Ich habe das Gefühl, ich müsste das Spiel neu starten. Ich mache das kurz mal. Und ist da irgendwas? Nein. Jetzt noch nicht. Können wir die auffangen? Nein. Man konnte die alle anklicken. Irgendwas Offensichtliches muss hier sein. Also sonst sieht es echt cool aus. Ich will euch auch das Spiel ein bisschen näher zeigen. Ich habe es vorher nicht gespielt, ich muss zugeben, ich hätte es vielleicht machen sollen. Aber ich will euch eine erste Impression davon geben. Nochmal neu starten. Irgendeinen Trick muss es doch hier geben, oder? Irgendeinen Trick. Das kann man nur anklicken. Nur diese komischen Samenkappen oder was das auch immer für Dinger sind. Die sehen aber aus wie diese Sterne. Und der ist halb voll. Kann man die Dinger irgendwie auffangen? Nein, nicht wirklich. Wenn das ein Tutorial sein soll, dann ist es ein sehr schlechtes Tutorial. Komisch. Das ist kein gutes Zeichen eigentlich fürs Spiel, wenn man gleich am Anfang nicht weiterkommt. Laden, speichern, über. Ja, ich kann mal anklicken für die Credits. Die Credits. Tester sind die Tester. Wie kommen wir weiter? Wie kommen wir weiter? So, jetzt war's das. Oh, das ist eine Spinne. Das sieht aus wie eine Spinne. Was macht das Ding? Das frisst diese Energiebälle oder Samenbälle. Wird ein bisschen größer und böser. Oh nein, nein. Lauf weg, lauf weg. Ja, lauf weg. Ha. Autsch. Interessant, diese kleine Nuss hat anscheinend die Zukunft gesehen. Und es ruft seine Freunde. Ach, wie süß. Ein Pilzchen. Alle möglichen Samenkapseln. Okay, interessant. Anscheinend müssen wir diese kleinen Blätter finden, sodass das Ding wieder fliegen kann, damit wir weiterkommen. Machen wir uns mal auf die Suche. Vorher können wir ja nicht weiter. Da oben ist irgendwas, eine Spinne. Und jetzt können wir weiter nach oben oder wir können zur Seite. Gehen wir mal seitlich. Hier mal. Special Effects. Ah, da haben wir irgendwelche Karten gefunden.
Das ist alles so süß irgendwie. Oh, die sehen nicht nett aus. Aber wir müssen auf jeden Fall hier hin. Hunde. Ah, sehr intelligent. Wir können ihn nutzen, damit er an das Ding rankommt. Das ist Teamwork, meine Damen und Herren. Die Musik ist so gut. Deswegen war ich jetzt kurz ruhig. Die Musik ist wirklich gut. Wie hier sonst? Von hier ist ja unser Pilzkopf gekommen. Okay, anscheinend kann man hier nichts machen. Ah doch, da. War es das schon? Anscheinend war es das schon. Hier oben. Dann gehen wir weiter runter. Und schauen mal, was wir vor allem auf der Seite jetzt haben. Des Baumes. Ah, das Ding hat sich hochgezogen. Interessant. Da kommen wieder runter. Ich weiß nicht, was das bringt, ob das was bringt. Aber wir wollen, dass er immer wieder zu klettern hat. Wir könnten hier hoch. Ich glaube, hier oben waren wir eigentlich nicht. Nein. Genau, von da kommt hier unser anderer Freund. Das Ding war dick. Haben wir, glaube ich, eine neue Karte wieder gekriegt. Yep. Das sind die Karten, die wir bis jetzt gekriegt haben. Irgendwie cool. Außerdem, das Spiel, das soll auch mittlerweile, denke ich mal, für iOS-Device und so rausgekommen sein. Denn, wann genau ist es rausgekommen? Am 19. April ist es rausgekommen. Für den PC, auf Steam. So, du Kleiner, du versteckst dich da. Was sammelt der? Das wird immer größer. Eine Halloween-Laterne. Das ist so seltsam, das Spiel. Ich verstehe es nicht. Aber man sieht, das Spiel ist seltsam. Und vor allem braucht es gar keinen Ton. Also nicht Ton schon, aber gar kein Voice Acting. Einfach nur Point and Click ohne viel Gespräche oder Text. Nur komische Töne und Verhaltensweisen. Da oben haben wir noch nichts. Mal schauen, gehen wir weiter runter. Und können wir? Ja, da können wir hin. Opa! Das sieht irgendwie seltsam aus. Das Loch da. Aber anscheinend ist das nichts. Ah, da, da. Fangt es. Fangt es. Fangt es. So. Ich finde das Spiel so cool. Zum Point-and-Click-Adventure ist es cool. Ich muss es wieder betonen. Ich bin zu doof. Das war's. Ah, ja, da ist was erwachsen. Nektar. Und die Bienchen, die naschen davon. Und noch mehr Nektar. Ob wir was davon dann haben, dass die sich vom Nektar ernähren, ist auch die Frage. Gehen wir nochmals hoch. Hat sich da irgendwas geändert? Nicht, dass ich wüsste. Also ich sehe momentan gar nichts. Moment. Gehen wir wieder nach unten. Und schauen uns das dann genauer an.
Weil wenn ich das jetzt wirklich schaffen könnte, das nächste Ding zu finden, wäre es gut. Wenn nicht, dann würde ich sagen, ist auch okay. Ich will sowieso nicht zu sehr spoilern, was eigentlich passiert. Ich weiß auch nicht, wie lang das Spiel geht. So, die in unserer Party, die können nichts machen. Anscheinend müssen wir alles zum Blühen bringen. Vielleicht bringt das was. Oh. Interessant. Hier wird es jetzt ein bisschen voller. Lebendiger. Ja, von diesen Fliegendingern. Also mir kommt es teilweise so vor, als ob wir Leben erschaffen würden mit unseren Aktionen oder dem Schlüpfen von Leben helfen. Das können wir nicht aktivieren, also gehen wir weiter nach unten und wieder rüber. Anscheinend muss man einige Gebiete ein bisschen häufiger besuchen. Die wollen trotzdem nicht weg. Was können wir mit ihm machen? Ah. Gar nicht bemerkt. Das hätte man auch versuchen müssen, aber die Hunde, die haben was gegen. Was kann der Pilztyp machen? Oh, er kann es kleiner machen. Oh, wie gemein. Und unser Protagonist. Oh, er leuchtet. Okay, das könnte man alles hier einsetzen, aber nicht woanders. Und doch. Schon die sammeln sich hier. Oben waren wir eigentlich. Gehen wir aber trotzdem noch mal hin. Können wir die anklicken? Nein, nein, nein. Ah, da unten. Sonst irgendwas? Momentan noch nicht. Nein. Hm. Dann wieder nach unten rüber. Wenn ich ganz drüben bin und das immer noch nicht gesehen habe, dann werden wir einfach ein kurzes Fazit ziehen und dann war's das, denke ich mal. Weil ihr habt dann genug vom Gameplay gesehen. Ich schätze zumindest, dass ihr genug vom Gameplay gesehen habt. Ich weiß ja nicht. Vielleicht seid ihr anderer Meinung. Das könnt ihr mir dann schreiben. Und euch beschweren. Ich hätte gerne mehr von dem Spiel gesehen. Ja. Naja. Wenn es so schlecht ist wie ich, dann ist man froh, wenn man fertig ist. Vor allem, wenn man eine längere Zeit einfach festhängt an irgendeiner Stelle. Und das ist nicht nur bei Point-and-Click-Adventures. Bei mir der Fall sind auch in anderen Spielen. Bei Dark Souls habe ich halt den Vorteil, dass ich wirklich das Spiel schon mal durchgespielt habe. Bei WZK ist, hat man meistens nicht wirklich, oder sollte das wirklich meistens nicht Ziel sein. Ah da. Fang es. Nein. Crap. Wer kann es rausholen? Er ist glaube ich zu dick dafür. Kurze Arme. Ah doch, er schafft. Was ist das? Eine Schnecke? Schneckenhaus? Ah, da ist es. Sehr cool. Das haben wir doch alle. Dann können wir das jetzt abgeben gehen. Nur, wo müssen wir nochmal hin? Ich glaube, hier hin und dann runter. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe mich verlaufen. Nee. Wir sind ja definitiv nach oben gegangen. Das heißt, wir müssten irgendwie nach unten gehen. Glaube ich. Runter. Müssen wir hoch? Oder sind wir da dann rüber? Ich glaube nicht, aber... Gucken wir mal. Nein, da war es eh nicht. Das ist wirklich die Frage. Können wir da noch was finden? Oh. Was kann der Pilzkopf machen? Der eine greift durch und der findet den Pilzkopf. Komisch. Was für ein Ding. Es lebt. Oh, was für ein Charme. Er ist zu dick. Ist auch nicht zu dick. Was da oben? Nein. Wie kommt man wieder nach unten? Beziehungsweise wie sind wir eigentlich hochgekommen? Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen. Nein. Ich glaube, es war links. Und ich quäle euch damit. Ihr denkt euch, du musst dorthin und dorthin. Ihr könnt auch zurückspulen. Ich kann nicht wirklich zurückspulen. Ah, da. Nach unten. Endlich. So, dann mal schauen. Flieh. Irgendwie machen mir die Angst. Geben die ihm Kraft? Heulen? Was passiert hier? Oh mein Gott, LSD. Kinder, bleibt weg von LSD und allen anderen Drogen. Hey, er klickt für uns. Was macht er? BDF. Ich verstehe nicht. Wir wollten uns sagen, dass wir nach oben oder nach unten können. Aber wir können nicht mehr nach oben. Na, dann gehen wir runter. Oh. Hallöle. Ah, er erzählt wahrscheinlich von diesem Spinnenwesen, das das Leben aussaugt. Monströs. Ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt dorthin sollten. Aber ich glaube, wir haben genug gesehen. Wir sind ungefähr bei 20 Minuten. Ich hoffe, ich hat das Video einigermaßen Einsicht geben können in das Spiel. Das Spiel versteht es ohne großartig viel Text oder Sprache, eine Story zu erzählen, die recht interessant ist. Das Sounddesign ist sehr witzig gemacht. Und arttechnisch ist es auch irgendwie so eine Mischung aus real und surreal. Beziehungsweise aus irgendwie so gemalten Sachen und recht real aussehenden Gegenständen. Was auch sehr interessant ist. Ich würde euch raten, wenn ihr so eine Art von Spielen mögt, wenn ihr einigermaßen auch an Puzzles interessiert seid. Ich denke mal, die Puzzles sind hier nicht wirklich so schwer. Für jemanden, der das gern spielt und macht. Dann holt euch das Spiel, kauft es, spielt es, habt Spaß damit. Ich hatte auf jeden Fall diese 20 Minuten oder so auf jeden Fall Spaß und hatte auch ein bisschen was mit dem Kopf zu tun und Sachen anzuklicken und mir das anzusehen. Falls ihr Fragen habt zu dem Spiel oder zu irgendwas anderem, dann schreibt mir einfach und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal beim nächsten WZK ist. Bis dann!